Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben furchtbar schlechte Laune, man muss es leider so sagen. Uns geht das Wetter hier allen auf den Sack. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben irgendwie 2 Grad. Jetzt ist mal ein bisschen heller geworden. Und deswegen haben wir uns gesagt, heute müssen wir irgendwas tun. Und wir machen heute den Eixam mal richtig schnell. Bis gleich. Ja, um die Laune so ein bisschen aufzufrischen, die Kubota-Motoren serienmäßig von Eixam, die serienmäßig von Eixam verbaut sind, sind natürlich gedrosselt. Und wir werden das Ganze heute mal entdrosseln und dem Motor volle Leistung geben. Wir können es euch aber leider nicht direkt zeigen, weil wir wollen es uns nicht mit den Mamis und Papis verärgern, wenn die ganzen Jugendlichen auf einmal ihr Auto schneller machen. Aber wir werden es für unsere Zwecke heute mal testen, was da so machbar ist. Und fangen am besten mal an. Das Auto habt ihr schon öfters gesehen. Wir haben es schon öfters misshandelt, kann man wirklich sagen. Im Schneebetrieb, blend das Video ruhig nochmal ein. Hatten wir auch eine Menge Spaß mit. Ne? Auf jeden Fall. Also deswegen, das Auto wird getuned. Schneeketten kommen ab, sonst ziehen wir unsere Pflastersteine aus dem Boden. Oder machen wir mit Kette. Nein, da machen wir zu viel kaputt. Ja. Also als erstes Auto da runter, Schneeketten runter. Motor offen gemacht und dann vielleicht sogar noch eine Variator-Variante. Ich bin gespannt, wie schnell das Auto jetzt so schön fährt, weil wir werden wesentlich mehr Drehzahl gleich haben, aber trotzdem von der Geschwindigkeit noch abgebremst werden durch den Variator. Nur da habe ich auch noch eine Idee. So, als erstes montiere ich jetzt die Schneeketten ab. Ich denke, die brauchen wir nicht mehr, obwohl das Wetter wirklich was anderes momentan sagt. Es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt nochmal schneit. Das erinnert mich jetzt wirklich wieder an diese eine Szene, wo du hier auf dem Hof prügelst. Mach es rein. Ich fand, es macht so einen Spaß, mit dem Auto im Schnee zu fahren und mit Schneeketten. Ja. Einfach nur geil. Alter, macht das Laune! Ist das geil! Ich glaube, du warst gefühlt jeden Tag mit dem Auto Brötchen holen im Schnee, ne? So, was viele von euch wahrscheinlich gar nicht wissen, wir haben hier einen originalen Kubota-Motor drin, Z482. Mit originalen 9,9 kW, das ist schon mal was. Und Eixam hat jetzt wie viel? 6 kW? 6 kW, genau. Genau, also die sind auf 6 kW gedrosselt. Das heißt, wir machen jetzt 3,9 kW Leistungssteigerung. Wir machen jetzt hier wirklich eine Leistungssteigerung, die wir jetzt nicht verfilmen werden, wie es geht. Aus Gründen, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn es doch einer machen sollte, weil es irgendwie googelt oder wie auch immer. Es verfällt auf jeden Fall die Eixam-Garantie, die ist kaputt. Weil immer wenn das Auto in die Werkstatt kommt, werden gewisse Aspekte nachkontrolliert. Und wenn wir feststellen, dass da was gemacht ist, können wir keine Garantie mehr einreichen. Ebenso ist die Betriebserlaubnis erloschen, also das Fahrzeug ist nicht versichert. Und ihr dürft auch gar nicht mehr fahren dann, weil es ist viel zu schnell. Müssen wir gucken, wie das sehen wir gleich, genau. Also der wird stärker sein, aber ja. So viel schneller wird er so jetzt nicht werden, denke ich mal. Okay, so viel kann ich noch sagen. Verkleidung brauchen wir nicht abschrauben, das machen wir jetzt so. Ich hole mir ein bisschen Licht, hole mir ein, zwei Werkzeuge. Du kannst mir im entferntesten Sinne vielleicht über die Schulter gucken und dann machen wir es mal eben flott. Unsere Werkstatt ist noch ein bisschen belegt mit der Aral-Tankstelle und noch einem anderen Projekt. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und ja, mit meinem Autocross-Koffer. Deswegen sieht er auch so dreckig aus. Wo ich wirklich nochmal das Werkzeug Vigor im Vordergrund heben möchte. Stefan hat davon auch eine große Werkzeugkiste. Ist schon klasse Werkzeug. Wo der Seitenschneider fehlt. Und genau den Seitenschneider brauche ich. Ein bisschen Licht muss sein. Schritt 1 ist erledigt. Also man macht sich wirklich nicht dreckig dabei, gerade auch, weil es ein Neufahrzeug ist. So, ich mache das jetzt komplett, also alles offen. So, war doch ein bisschen aufwendiger, wie ich dachte. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Ich glaube, so 20 Minuten braucht man dafür. 2 Minuten. Ich schiebe das Auto raus und dann fahren wir mal eine Runde, was passiert ist. Oh, es rollt wieder rund. War schon komisch mit den Ketten, ne? Auf jeden Fall. Alles normal, ne?
Kein Unterschied festzustellen noch, ne? Ne, dann komme ich mal rein, dann fahren wir mal eine Runde. Ja. Also wir haben zumindest jetzt kein Fahren ohne Führerschein, ne? Nein, wir fahren jetzt auch mit normalen Geschwindigkeiten, also wir fahren jetzt mal auf einem abgesperrten Gelände. Sehr ernüchternd. Ich hätte gedacht, dass es mehr bringt. Vielleicht, weil ich hier mit drin sitze. Also man merkt wirklich, dass man, wenn man Gas gibt, man kommt mal ein bisschen mehr Drehzahl. Ne? Wenn man das jetzt auf diese paar PS runterrechnet, also 5 PS, ist ja nicht sonderlich viel, aber in einem kleinen Auto macht man's, ist es dann doch schon merkbar. Ist etwas spritziger, ne? Ja. Wobei, geschwindigkeitstechnisch haben wir es ja gesagt, wird sich nicht viel verändern, weil die Geschwindigkeit wird ja über die Variatoren begrenzt. Genau. Deswegen, also ich meine, man merkt einen Unterschied, einen leichten. Also für das bisschen bis jetzt hier hoch würde ich nicht die Garantie opfern, meinen Führerschein opfern, Urkundenfälschung oder was sagt man dazu, Manipulationsdinger und was weiß ich alles. Ja. Versicherungsschutz ist erloschen dadurch, lohnt nicht. So, jetzt bergab merkt man ein bisschen, dass die Drehzahl sich erhöht, also es dreht wesentlich höher und normalerweise hört er bei 50 auf, ne? 49, 50 riegeln die Eichsam-Modelle ab, bergab mit Rückenwind. Und jetzt sehen wir einen Vorteil von 4 km/h. Wenn man jetzt dazu noch einen anderen Variator drauf bastelt, oder einen Tuning-Variator, wie ich so gerne sage, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir 60, 70, 75 mit dem Auto fahren. Und dann wäre es noch krimineller. Also alleine ist es schon ein bisschen spritziger. So, ich bin jetzt nochmal alleine gefahren und ich muss durchaus sagen, wenn du nicht mit drin sitzt, ist es doch noch ein bisschen spritziger. Also dann merkt man wirklich, dass man 5 PS mehr hat. Okay. Ja, Motor ist noch da. It's still there. Nee, also klar, wenn man so ein Fahrzeug auf Privatgelände führt oder auf Rennstrecken oder irgendwo, wo es nicht im öffentlichen Verkehr genutzt wird, ist das auch eine Sache, die man machen kann. Es ist nicht für den Motor schädlich, aber ich würde es nicht machen, wenn ich es im öffentlichen Verkehr nutze, das Fahrzeug. Wie schon gesagt, Garantie weg, Betriebserlaubnis erloschen und Probleme mit der Versicherung, wenn was passiert. Das Auto wird ja dann meist überprüft. Ist dem Leistungszuwachs gegenüber nicht gerechtfertigt. Ja. Wenn wir jetzt allerdings noch einen anderen Variator drauf machen, vielleicht in einem anderen Video, je nachdem, wie ihr jetzt hier kommentiert und was wir da jetzt für Zusprüche erhalten, würden wir wahrscheinlich dann vielleicht nochmal einen anderen Variator drauf machen, der ein bisschen weiter zusammengeht. Und dann, denke ich, fahren wir auch schneller mit dem Auto. Dann ist es aber immer noch legal und ich würde es dann immer noch nicht machen. Also Finger weg von Manipulation, 50 km/h reichen noch, oder? Also jetzt alleine bin ich dann tatsächlich 60 gefahren, ja. Auf der Geraden. Und berghoch ja auch. Berghoch war es auch spritziger, auch wo ich hier gerade mit der Handbremse ein bisschen gefahren bin und bin wieder aufs Gas gestiegen, hat man durchaus gemerkt, dass das flotter mit höherer Drehzahl wieder vorangeht. Also bin ich auch eine Drossel. Ja, also
alles an Gewicht. Also umso mehr im Kofferraum liegt, umso mehr Beifahrer, also was heißt umso mehr Beifahrer, wenn man einen Beifahrer hat plus Kofferraum voll, umso mehr Gewicht in dein Fahrzeug ist. Gerade bei den Fahrzeugen merkt man schon, dass es so ein bisschen die Leistung trimmt, ja. Logischerweise. Wenn du mit einem 40-Tonner beladen Berg hochgefahren bist, dann war wahrscheinlich auch nicht so toll wie unbeladen. Das ist definitiv so gewesen. Ja. Wir rüsten das Auto wieder zurück auf Serienzustand, damit der nächste Käufer damit auch keine Probleme bekommt. Ich danke euch fürs Zugucken. Ah nein, vielleicht rüsten wir auch noch nicht zurück. Wir warten erstmal, wie eure Reaktionen sind auf das Video. Und dann würden wir dementsprechend hier auch einen anderen Variator draufsetzen und gucken, was noch rauszukitzeln ist. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Hast du noch was? Wie wäre es noch mit dem Turbo? Wäre tatsächlich, glaube ich, möglich. Aber dann ist es ja wieder so ein krasser Umbau. Könnte man auch machen. Aber wer bezahlt das Auto? Was macht man mit dem Auto? Man darf es nicht mehr im Straßenverkehr bewegen. Es ist dann völlig uninteressant. Man hat dann Turbo drauf. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze wahrscheinlich. Wir müssen so ein PayPal-Spendenkonto einrichten. für so ein Auto, was wir tunen dürfen und kaputt fahren können. Ne? Genau. Ich glaube, das macht keiner von unseren Zuschauern mit. Würde ich auch verstehen. Wer will schon irgendwo für Geld bezahlen, dass andere Leute Spaß haben? Nein, generell hätte ich auch Lust drauf, aber vielleicht irgendwann mal, wenn wir einen richtigen Unfall da reinkriegen oder so, wo wir ein bisschen rumspielen können, dann könnte ich mir sowas vorstellen. Alles klar. Macht's gut. Ciao.